Ja, moin moin und ein ganz herzlich zurück willkommen auf dem Kanal. Und ja, wer meinen Firefight 2-Player Starter von der Second Edition von der Starterbox gesehen hat und ein wenig zwischen den Zeilen gelesen hat, also ja, theoretisch war ich schon so hart angeteasert, dass es schwer war, das zu überhören. Ich habe mich entschieden, mir für Firefight und vielleicht auch für Grimdark mal schauen, kann man ja immer nutzen da, eine Rattenarmee aufzubauen. Ich habe ja schon bei Kings of War lange überlegt, habe aber bei Kings of War noch so viel im Vorlauf, dass ich gesagt habe, erstmal machen wir da die Armeen fertig, die wir hier haben. Bei Firefight dachte ich mir, komm, ich habe jetzt mal die Chance, wirklich mal ein neues System alternativ zu 40k zu testen, und dann will ich das auch mit meiner Wunscharmee machen. Ja, klar, es sind in der Starterbox sind zwei Armeen drin, aber auch nicht in voller Punktzahl. Und es kann natürlich nicht schaden, gerade wenn man mal mit irgendjemandem spielen will. Der Benjamin hat sich bereit erklärt, er sagt ihm, na, ich will nicht schon wieder ein neues System anfangen. Aber zum Testen, so ein Testspiel, klar, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Deswegen, ich möchte mir gerne die Ratten aufbauen und dann gucken wir mal, dass wir die anderen beiden Armeen oder eine von den beiden aus der Starterbox irgendwie noch an den Start kriegen. Und dann zocken wir halt einfach mal ein Demospiel. So, das wird aber noch ein bisschen dauern, das wird mein Winterprojekt werden. Und ja, Ratten, Space-Ratten, ne? Wie gesagt, bei Kings of War schon lange überlegt, aber jetzt hier eine Ratten und dann in Space die Wirmen. Ich habe sie schon immer so ein bisschen beliebäugelt, aber damals bei Dead Zone und so bei kleineren Systemen dachte ich so, ja, hä? Aber jetzt dickes, fettes Starterpack von den Wirmen, die Strike Force. Und ihr seht, hier gibt es mächtig viel Krempel drin. Ich wollte euch einfach mal zeigen, so als ja, Start in die Reihe, was denn hier so geht. Und wir drehen es einfach mal um, würde ich sagen. Ja, ihr hört schon, ne? Mantic typisch, Schepper, Schepper. Oh, ich haue schon wieder vor Stativ. Schande über mich. Wir haben erstmal einen dicken, fetten Tunnelbohrer hier drin. Den können wir alternativ bauen. Schauen wir uns gleich, oder schauen wir uns hier am besten gleich mal an. Ich weiß gar nicht, in der Starterbox gab es ja wirklich eine vollfarbige Gebrauchsanleitung, Bauanleitung. Ich hoffe, das ist jetzt so der Standard der Mantic bei den neuen Sachen hier irgendwie, den die durchziehen. Versprechen kann ich es natürlich nicht. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt, Optionen, ne, wie ihr seht hier, Plus und Plus Plus. Das ist nicht die Energieeffizienz, sondern Doppel Plus ist Alternate Assembly, also alternativer Zusammenbau. Das heißt so oder so oder so, ne, ihr könnt halt gucken. Ich weiß gar nicht, was ich am geilsten finde, aber die Dinger, die sind auch ziemlich groß. Ich finde die richtig schick, die Modelle. Und wie schon gesagt, man kann sogar, ist leider im Moment überall ausverkauft, noch so ein Transportsegment dahinter klemmen. Hammergeil. Farbe wird auch gelb bleiben bei mir. Hatte ich, glaube ich, auch schon irgendwie so halb angeteasert. Ach nee, doch, weiß ich gar nicht mehr. Auf alle Fälle, ja, das Ganze wird eine Massenarmee. Das heißt, ich werde versuchen, das zügig zu bemalen. Ich habe tatsächlich mir erstmal zwei Butzen von Contrast Paints geholt in Yelp. Ich glaube, Yarden Yellow oder wie das heißt. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Und dann gucken wir mal weiter. So, aber nichtsdestotrotz, einen von denen haben wir dabei. Vier von den dicken Brummern hier. 40 von den kleinen. So viel zum Thema Massenarmee, ne? Einmal Ette, einmal ihn hier. Und drei von den Tunnel Runners oder wie auch immer die heißen. Die sind richtig geil. Die finde ich, sind die zweitgeilsten Modelle nach dem Tunnelbohrer in der ganzen Armee. Wobei es auch noch Sondermodelle gibt, die werde ich euch nach und nach versuchen auch zu zeigen, was gerade so käuflich erwerbbar ist. Hammer. So, wir machen das Ganze, Schepper auf, und ich habe jetzt schon Angst, dass mir alles um die Ohren fliegt, wenn ich das aufmache. Das ist ja immer so eine Sache. Wobei ich aber sagen muss, bevor ich hier schimpfe, was preis-leistungsmäßig bei Mantic drin ist, das ist der Wahnsinn in Tüten. Kann man nicht anders sagen. Die Geschichte, das ist Hammer. Dieses hier hat irgendwie unter 80 Euro gekostet. Irgendwie 76 und ein paar zerquetschte. Für so eine fette Box. Wenn man guckt, was da Modellen drin ist. Wenn man das jetzt mal zu einer anderen Firma aus England vergleichen würde. Was man da für 76,50 Euro bekommt. Möchte ich behaupten, dass das um einiges weniger ist als hier. So, wir haben jetzt hier wieder die Geschichte, wie das auch schon bei den Starter war. Wir können das hier einfach aufklappen. Und dann haben wir wieder unseren Karton hier, den wir hier rausziehen. Und da haben wir dann überraschenderweise die Sachen drin. Und es ist meistens echt so eine kleine Überraschung. Wie, oh, das hängt jetzt aber drin hier. Wie das denn hier rauskommt, kriegen wir das denn so oder muss ich das hinter der Kamera machen? Ne, kriegen wir auch so. So, ich ziehe vorsichtig. Ich hoffe, dass ich das Stativ nicht erwische. So, hängt gerade etwas. Na komm, ja, weil schief ist, ne? Egal, komm, put, 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 put. So.
Ey, so, jetzt haben wir es hintereinander. Guck, so schwer war es doch gar nicht. Da stellen wir erstmal eine Seite. Und ich glaube, diesmal haben wir es sogar richtig rum. Genau, der Deckel befindet sich hier. Und ei Karamba. Was haben wir denn da? Wir sehen als erstes mal die vielen Sprues, also die Bögen, die Gussrahmen. Noch mehr. Dann sehen wir eine Mischung aus MDF-Bases und normalen Plastik-Bases. Oh geil, die Time Runner sind so gut wie zusammengebaut. Ich finde es super. Das freut mich schon mal maximal gerade an der Stelle. Ups, hier scheppert es schon. Ja gut, das lasse ich erstmal drin. Wie gesagt, ihr kriegt die, die ihr auch in der Starterbox drin hattet, mit dem Loch in der Mitte quasi. Dann kriegt ihr hier MDF-Bases für die größeren und ihr kriegt diverses an Gussrahmen. So, ich werde jetzt mal ein, zwei Gussrahmen auspacken, um euch die zu zeigen. Und, hier riecht es schon so schön nach diesem lecker angeguckten MDF. Das rieche ich ja gerne, ne? So, das stellen wir an die Seite. Und dann gehen wir mal eine Etage tiefer und gucken uns mal eben die Gussrahmen an. Was mir jetzt schon auffällt, keine Bauanleitung drin. So, eine Etage tiefer und ich habe auch einfach mal eine schlichte schwarze Matte aufgelegt, damit wir uns die Gussrahmen einmal betrachten können. Und, einfach mal schauen, dass wir hier so ein bisschen die Kontraste einfangen und die Details auch sehen können. Weil wenn da halt eine andere Farbe drunter ist, finde ich das persönlich immer recht schwierig, da dann zu sehen, wie das wirklich aussieht, weil das Auge dann irgendwie immer noch so ein bisschen irritiert ist von dem, was da drunter ist. Und ja, schauen wir mal. Hier sehen wir die Gussrahmen. Und die Details sehen gut aus, ne? Kann man nicht anders sagen. Wir sehen, die Beine sind als Doppel schon. Da haben wir ein Torso. Ja, und die Arme sind dann wieder einzeln. Okay. Schauen wir uns mal noch ein, zwei Gussrahmen an. Also wir müssen ein bisschen in die Seite schaufeln. Oh je, das sind alles wahrscheinlich hier. Da ist das kleine Kropfzeug alle. Mal gucken, ob wir ein bisschen was Größeres hier haben. Oh Mann, das sind ja wirklich viele. So, hier haben wir was Größeres. Da gucken wir uns das mal rein mit den dicken Bohrers. Oh, hier liegt schon eine Base dazwischen. Da müsst ihr mal aufpassen, dass ihr nicht aus Versehen eine Base mit wegschmeißt, weil die MDF-Bases, die belieben dann immer so ein bisschen, sich irgendwo festzuhaken in dem Karton. Und ja, sowas schmeißt man dann aus Versehen gerne mal weg. So, hier ist noch ein kleines Tütchen drin. Hier ist noch ein kleines Tütchen draußen. Okay, die werde ich jetzt nicht öffnen. Die sind nämlich leider nicht wieder verschließbar. Aber hier sehen wir, dass die Jungs schon bis auf die Arme und den Schädel schon ziemlich zusammengetackert sind. Das finde ich persönlich gut. Ah, hier sind zwei Tüten drin. Okay, ah, das sind wahrscheinlich die Optionen. Ja, dann kriegen wir das auch so eingefangen. Ja, dann lassen wir das mal lieber zu. Hier sehen wir, das sind die Drills, also die Bohrer, würde ich sagen. Ne? Und dann haben wir noch so die ein, zwei... Ah, hier sehen wir nochmal. Du gehst weg, dann blendet das auch nicht so. Hier sehen wir die Rattenköpfe. Und die sind gut geworden, ne? Also gerade bei den Großen. Respekt. Schön. Freut mich. Freut mich. So, hier haben wir dann noch, wie gesagt, die Jungs, die sind schon so gut wie zusammengebaut. Dann sehen wir hier, das werde ich aber jetzt auch nicht auseinanderpflücken, damit mir nichts verloren geht. Das ist hier der Tunnelbohrer. Und wir können uns einfach mal den Durchmesser, ich denke mal, das ist das Heck, ne? So, haben wir denn mal was? Und tatsächlich, ich habe gerade zufälligerweise einen Zollstock hier, der liegt hier wirklich durch Zufall. Unglaublich, aber wahr. So, das heißt, wir haben hier, wo sind wir denn hier ungefähr? Am besten drehen wir das mal eben um. Ah, oh, das ist wieder verschließbar. Ah, oh, schick, dann können wir da doch reingucken. Sehr geil. Also hier sehen wir schon mal so einen Bohrer. Geil, oder? Schon richtig groß. So, und dann nehmen wir mal hier das Heckteil. Und dann messen wir das mal eben auf. Und sehen, dass wir auf circa 3 cm, Blödsinn, was rede ich denn, 3 Zoll kommen. Also über 7 cm, fast 7, ja, 7,5 cm im Durchmesser, kann man sagen, ne? Alter Schwede. Also über 3,5 cm Radius von dem Gerät hier. Das ist schon geil. Und, Hammer, die Bohrer. Und hier sehen wir auch so, geil. Also da geht mir schon so ein bisschen einer ab, muss ich ja sagen, ne? Was für ein großes, geiles Modell. Guck mal hier. Oh yeah, Baby. Ich glaube, allein weil die so geil sind und ich auch einen aufgeklappten haben will, wenn ich mal wieder etwas Kohle über habe, muss ich mir definitiv noch
ein, zwei von diesen Bohrern holen. Die kann man nämlich auch separat tatsächlich kaufen. Ich hoffe ja, dass irgendwann diese Transportsektion nochmal verfügbar sein wird. Also, Bohrer sehen geil aus, ne? Guckt euch das mal an hier. Hammer. Hä? Geil. Jawohl. So, das ist dann hier unser Tunneler, oder wie der auch immer heißen mag. Ich glaube schon, ne? Geiles Modell. Ich freue mich schon richtig, den zusammen zu tackern. Und der sieht auch von den Gussgraten und alles sieht er sehr gut aus soweit. Das heißt, vielleicht ist da gar nicht so viel Arbeit notwendig. Aber was wir uns natürlich jetzt noch angucken wollen, ist hier eins von den von diesen Rädern. Und die sind eigentlich schon fast, die sind komplett zusammengebaut, ne? Mr. Cutter, helfen Sie uns mal eben. Ist da noch irgendwas loses in der Packung? Ja, ein bisschen was ist hier noch. Oh, vors Gesicht. Ja, ist tatsächlich was loses. Ah, okay, dass man das besser bemalen kann. Diesmal bin ich, glaube ich, auch so schlau und bemal das Innenleben vorher, bevor ich die Teile antacker, dass ich nicht mehr dran komme. Aber das ist gut gemacht, ey. Nicht so viel. Ich hatte befürchtet, dass diese auch irgendwie aus 100.000 Einzelteilen bestehen. Und, nee, tun's aber nicht. Geil. Und auch richtig schönes, dickes, fettes Modell, ne? Sind wir beim Durchmesser von über 5 cm. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Also das, ja, ne, das auf eine Base getackert, sieht bestimmt richtig gut aus. Ja, dann aufpassen, ihr habt da Einzelteile bei, die nicht verschlüren. Die Seitenteile halt irgendwie, hier kommt wahrscheinlich das Dakadaka irgendwo dran, denke ich mal. Hier so zack, ne, sowas in der Art, irgendwie so. Ja, super, dann kann ich die nämlich auch, das mache ich diesmal auch. Da lasse ich mich nicht zu hinreißen, erst alles aufzubauen und dann zu dingsen, sondern das mache ich so, dass ich da auch erst ordentlich das bemale und dann die ganze Geschichte quasi erst zusammenklebe, weil das macht dann definitiv mehr Sinn. Oh, das muss gleich in eine Tüte, in eine andere, damit ich das nicht verliere. Gut, ja, liebe Leute, das war es eigentlich auch schon soweit. Hier sehen wir nochmal die fetten Bohrer, ne, für die großen Modelle und die großen Schädel hatten wir ja gerade schon gesehen. Das ist die, ja, die Wirmen Strike Force Box von Mantic für das wunderschöne Firefight Second Edition. Und ich habe da tierisch Bock drauf. Wie gesagt, leider, ich habe ja, was heißt leider, also habe ich auch Bock drauf, aber am ersten wird mein 2500, 5000 Punkte Projekt fertig gemacht. Je nachdem, wann ich dieses Video hier dann hochlade, ist es auch schon fertig und ich kann mich neuen Dimensionen und Projekten widmen. Nur wie gesagt, das hier wird eins meiner Winterprojekte werden. Habe ich tierisch Bock drauf und ich kann es kaum erwarten, die auf dem Tisch zu haben, da meine erste Schlacht mitzuspielen. Und super geil, super, super geil, dass hier auch die Rädchen dabei sind, aber stand da nicht eigentlich drei hinten drauf? So, ich sehe nämlich nur zwei. Guck mal hier, das ist so ein Fehler, ne? Hier steht dreimal, dreimal und auf dem Bildchen sind auch nur zwei dabei. Aha! Druckfehler, ob man jetzt wohl noch ein drittes einfordern kann, das wäre fies, ne? Aber wäre schon geil. Okay, gut. So, das war die Strike Force Box. Und ich finde die schon mal echt fett. Also hier, Mensch, dieser dicke, fette Bohrer, ne? Also, liebe Leute. Gut, so, das war die Nummer. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Schaut einfach mal rein, wenn ihr Bock habt, auf Firefight und auf so ein bisschen Modellbau und ja, Hobby-Gedöns, wenn ich die hier zusammentacker. Werde ich euch regelmäßig ein Update geben und ja, schauen wir mal. Ich habe schon richtig, richtig Bock drauf und versuche das wirklich schnellstmöglichst hintereinander zu kriegen. Gut, in diesem Sinne, viel Spaß bei allem, was ihr tut. Wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, dann checkt einfach mal die Mantic-Seite. Ich verlinke euch unten die Videos. Die Regelvideos von denen sind echt top. Da erklären die eigentlich ja das Nötigste wirklich schön ausführlich und ihr kriegt schon mal so einen Eindruck, was es denn da so gibt. Gut, in diesem Sinne, viel Spaß bei allem, was ihr tut, würde ich sagen. Und ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt und den Wizard glücklich machen wollt, mit einem Daumen, mit einem Abo und ganz besonders natürlich auch mit Patreon für noch mehr schöne Sachen, die ich euch hier zeigen kann. In diesem Sinne, habt viel Spaß, ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.